Bitte erzählen Sie mir vorab, warum ich Sie heute wieder bei mir begrüßen darf, Herr Zech. Ich kann schon wieder seit Nächten nicht schlafen und ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Aha, ich verstehe. Es ist wieder schlimmer geworden. Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, es erschlägt mich förmlich. Es ist sehr schön, dass Sie damit heute zu mir gekommen sind. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, Herr Zech. Das muss Ihnen einfach bewusst sein. Aber wann hört es endlich auf? Eigentlich ist es ganz einfach. Sie müssen lediglich darüber reden. Die einzige nachweislich effiziente Therapie liegt darin, das Thema offen anzusprechen. Aber ich weiß doch gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Probieren Sie es doch ganz einfach mit dem Intro. Aufmerksamkeit auf dem Rücken von anderen Leuten. Lächerlich. Erwachsener Mann mit einer Super Mario Kappe. Lol. Mach da was Vernünftiges aus deinem Leben, du Broker Waschlappen. Sagte er und schenkte mir noch mehr Aufmerksamkeit. XOXOXOXO. Moment. Hast du wirklich meine neue Kappe bemerkt? Die Klicks, die für dich ja anscheinend viel waren, hast du im Prinzip nur bekommen, weil du über Flair gesprochen hast. Also heul leise. Da scheint sich jemand mit YouTube ziemlich gut auszukennen. Checken wir den nochmal ab. Reezy Inferno, 27 Abonnenten. Reezy Chrome und Arctis, weil sie uns hassen. Vor 4 Jahren hochgeladen. 56 Aufrufe. Ja, um jetzt nochmal auf deine Aussage zurückzukommen. Ja, für mich sind das schon viele Klicks. Für jemanden wie dich, der so im Schnitt 20 bis 30 Aufrufe auf seine Videos hat, wohl nicht, oder wie? Aber wir hören uns mal einen seiner Tracks an. Sie hassen mich, hassen mich. Ich fass es nicht. Nein, wie von einer krassen Bitch. Sie hassen mich, wegen Taten auf Speed. Dieser Rapper, der nicht freestylt. Eisbär, sie hassen mich. Wegen weißen Nike, ja, Hater kommen näher. Schritt für Schritt. Digga, ich glaube, die hassen dich, weil du einfach scheiße rappst, Mann. Abends um 9:30 Uhr, erstmal zum Puff gehen. Links, rechts, Straße frei. Gestern gab's eine Schägerei. Nachts im Krankenhaus, Stunden später wieder raus. Die Krankenschwester, mir nen Blutjob verpasst. Neben mir lag ein Spast. Öffentlich kommentieren. Mega Track. Endlich verstehe ich, warum Bushido alle aus seinem Label haut, da er wohl Platz für dich als neuestes Signing braucht. Natürlich tut er das, du Vogel! Also jetzt auf die Sperrung meiner Videos bezogen. Hör auf, Geld durch ihn zu verdienen. Ja, ich verdiene mit 3000 und wie viele Abonnenten habe ich? 600 oder sowas? Verdiene ich eine Menge, indem ich über andere Leute spreche. Aber ich kann ja viel behaupten. Wir schauen doch einfach mal zusammen in die YouTube Analytics. Boah, da habe ich echt ausgesorgt, ey. Dich hätte ich auch blockiert, du Kaspar. Wer bist du? Famebia. Scheinbar jemand von Interesse für dich. Oder warum bist du sonst hier? Denk dir was Eigenes aus, worüber du deine Meinung sagen willst und nütze dafür nicht seinen Content. Dann ist alles gut. Heulsuse. Wie soll ich Themen erfinden, über die ich dann meine Meinung sagen darf? Setzt Meinung über etwas zu sagen nicht voraus, dass es da schon ein Thema gibt, über was man sich äußern kann? Mal etwas weitergesponnen. Wie würde YouTube denn aussehen, wenn keiner mehr auf irgendwelche Sachen, die schon existieren, reagieren kann? Was für Videos könnten YouTuber noch raushauen, wenn sie ihre Meinung nur noch über das sagen können, was aus ihrem eigenen Kopf entspringt? Freue mich schon auf das Video nach Sinans, in Klammern, oder seinem Umfeld, Klammer zu, Besuch bei dir, einem 50er Hipster-YouTuber. Ich mich auch. Aber erstmal essen wir ja einen Dönerteller zusammen. Lutsch weiter bei Bushido. Hashtag Flissen.1. Lutsch weiter bei Flissmann. Hashtag Buschen.2. Versteh nicht, warum YouTuber immer so lange reden. Junge, sag doch in 2 bis 3 Minuten, was los war und nerv nicht mit unnötigen Vorgeschichten. Das interessiert gar keinen. Warum bist du denn hier? Fragezeichen. Meinungsfreiheit ist zwar ein Recht, aber es nervt, dass jeder seine Meinung über alles sagt. Was zur Hölle? Das war so ein Satz wie, ich akzeptiere Meinungsfreiheit, aber ich akzeptiere Meinungsfreiheit nicht. Jetzt sag doch mal, was genau treibt dich vor die Kamera? Was ist es? Schwere Kindheit? Der Glaube, du seist cool? Dein Bart? Zu viel PlayStation in der Jugend? Was ist da los bei euch?
Eindeutig der Bart. Heul leise von Flair höchstpersönlich. Aber warum hat er nur 10 Likes, wenn es tatsächlich Flair sein soll? 4 Abonnenten. Scheint wohl nicht ganz Flair zu sein. Daraufhin habe ich mir etwas Zeit genommen zu antworten und meinte, du hast ja scheinbar genauso viel Langeweile wie dein Vorbild, wenn du dir die Zeit nimmst, den Kanal zu faken. Dass sich Leute wie du mit 3,5k Abos immer an mir hochziehen müssen, peinlich. Daraufhin fragte ich, an dir? Hast du Höhenflüge bzw. Persönlichkeitsstörungen, dass du denkst, du wärst Patrick, kleiner Kanalfaker? Du bist, was du isst. Also ich esse gerade ein 300-Gramm-Steak im besten Steakhaus der Stadt. War tatsächlich so. Aber wenn wir schon bei Kunsttaten sind, ohne Kontext und Sinn, wohnst du noch? Oder lebst du schon? Unser alter Freund Christoph Maczikowska ist auch wieder da und fragt mich, warum nennst du dich YouTuber? Und der witzige Fakt an dem Kommentar ist, es war, glaube ich, der zweite oder dritte Kommentar unter dem Video, das heißt, direkt nachdem ich es hochgeladen habe. Daher liegt die Frage nahe, warum abonnierst du meinen Kanal? Flair, bester Mann, sorry, aber das war niemals Flair selber. Träum weiter, hahaha. Das war jemand aus dem Maskulin-Team. Du bist ein Nichts für Flair. Okay, deshalb schreiben mir also Rapper aus seinem Umkreis und einer seiner Hintermänner hat mich sogar vor ein paar Tagen angerufen. Ja, und interessant finde ich auch den Fakt, dass es sehr, sehr viele Kommentare gab oder sehr viele Leute, die sich wiederholt haben, das wäre doch gar nicht Flair und das ist doch dein Label und das sind irgendwelche anderen Leute, das würde doch Flair niemals persönlich machen. Selbst wenn das irgendwelche anderen Leute sein sollten, was man mir auch gerne erstmal beweisen kann, ist natürlich die Frage, in welchem Auftrag tun die denn sowas? Und auch unter meinem momentanen Video, wo ich die Meinung über die momentane Lage um Bushido geäußert habe, gab es auch noch den einen oder anderen witzigen Kommentar. So ein Clickbait-Esel, Junge, Junge. Entscheid dich mal für einen Video-Style, statt einfach immer nur irgendwelche reißerischen Überschriften und Thumbs zu nehmen. Ich habe mich doch für einen Video-Style entschieden, wie du es selbst dir auch noch beantwortet hast im zweiten Teil des Satzes. Entscheide dich mal für einen Video-Style? Und jetzt kommt der Beleg, dass ich mich für einen Video-Style entschieden habe. Statt einfach immer nur, also Entscheidung auf einen Style, irgendwelche reißerischen Überschriften und Thumbs zu nehmen. Okay. Aber das Kopieren des Supreme-Logos in seinem Profilbild sagt mir, dass das ein Kanal sein könnte. Und den schaue ich mir doch mal an. Sicky Gem. Gucci Cap Gewinnspiel. Style Check. Fake Check Gucci. Fuck Balenciaga. 7 krasse Fakten über Supreme. Wie klaut man einen iMac? Und letzteres Beispiel gefällt mir besonders, weil gerade im Thumbnail dieses iMac geklaut, dann noch mit einem Messer posen und einem Emote dazu. Ja, wer im Glashaus sitzt... I have to clickbait just to stay relevant. Als ob Bushido sich mit einem 3,6k YouTuber treffen würde. Digi, du musst dir nur eine Minute Zeit nehmen und meine Videos checken. Wenn du das getan hast, dann erklärst du mir nochmal, warum er mich von allein eingeladen hat. Der weiß nicht mehr, wer schon alles seinen Pimmel im Mund hatte. Das gilt auch für dich. Er hat dich vergessen. Schon witzig, wenn man bedenkt, kurz nachdem ich dieses Video hochgeladen habe und bei Facebook geteilt habe, wer die erste Person war, die diesen Facebook-Beitrag geliked hat. Ja, ich glaube, er hat mich wirklich vergessen. Aber es gab natürlich auch ein paar positive Kommentare und ich möchte nicht immer nur den Leuten eine Bühne geben, die... ganz offensichtlich trollen oder haten oder wie man das auch immer nennen mag, sondern ich möchte natürlich auch das Positive erwähnen und den Leuten auch eine Plattform geben, die es wirklich verdient haben. Und da fand ich vor allem unter dem Bushido-Video den Kommentar von Lila sehr, sehr bewegend. Ich muss an dieser Stelle erstmal vorausstellen, dass ich mich mit der Gesellschaft des Raps nicht wirklich auskenne. Ich höre es zwar immer mal wieder und schon seit ich klein war, aber ich habe mich nie mit der Geschichte des Raps beschäftigt. Aber Bushido höre ich jetzt seit ich 9 Jahre alt bin und er hat mich durch die härtesten Zeiten meines Lebens begleitet, mir geholfen wieder aufzustehen und weiter an mich zu glauben. Dafür liebe ich diesen Typen. Schon immer habe ich dazu bestanden, dass ich Bushido gern höre und das, was er macht, Musik, Rap, Geschichte, richtig macht. Wo ich dir absolut zustimme beim Haten und bei Stress untereinander, ist die Familie unantastbar. Weder Kind noch Lebensgefährten sind in diesen Kontext mit einzubringen. Und sie schreibt noch vieles mehr dazu, ihr habt es ja gerade gelesen. Auf jeden Fall ein super schöner Kommentar und mal jemand, der wirklich auch sich traut, noch dazu zu stehen. Und man muss es auch mal ansprechen, es gibt sehr viele Leute, die sich wirklich dafür schämen, was sie für Rapper heutzutage hören. Und wer auch noch besonders hervorgestochen ist, ist Neo. Da es wohl keinen großen Beef zwischen Bushido und Arafat zu geben scheint, denke und hoffe ich, dass sich einfach alle neu aufstellen und es dann wieder um kreativen Output geht. Bushido ist Bushido und er wird nie klein und nicht relevant sein, egal was er musikalisch macht. Der Kommentar hat es auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Neo. Und auch in dem Video, wo es um die Sperrung geht und offensichtlich die meisten Hate-Kommentare herkamen,
gibt es noch ein paar andere, die auf jeden Fall erwähnt werden müssen. Und da ist zum Beispiel einmal Marvin California, quasi der, den ich auch schon ein paar Videos jetzt angesprochen habe, der sich auch mit solchem Shit beschäftigt. Gutes Video, Großer. Lass dich nicht durch so eine Pussy-Aktion entmutigen. Mein Support hast du. Grüße nach Leipzig. Coole Sache auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, Marvin. Ich weiß, dass du auch mega viele Videos irgendwie bearbeitest und aufnimmst und raushaust. Und yo, auf jeden Fall Respekt an der Stelle. Fuck, schreibt Flair hat Blockieren erfunden. Mütterficken ist okay bei Flair, aber Kritik an ihm? Mimimi. Armer Typ. Das kann ihm doch egal sein, der könnte etwas viel Besseres machen, anstatt sich um dich zu kümmern. Ja, das habe ich mir auch schon oft gedacht, Bro. Starkes Video von dir, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Hashtag Meinungsfreiheit. Ja, dem gibt es einfach nicht mehr hinzuzufügen.